Hallo und herzlich willkommen zurück zur TPL Season 3, Spieltag 3. Wuhu, wir kriegen die leichtesten Gegner direkt zu Spieltag 3. Nein, wir spielen mit unserem Team. Relax Glaxus wieder. Und natürlich habe ich auch meinen Teammate dabei. Jeremy. Hör auf mich. Ich höre auf dich. Du gewinnst es für uns. Das machen wir nicht. Stop. Nee, aber wir spielen heute gegen Why Not, von Rudi und Richard, beziehungsweise Rudi und Stefan. Wir spielen gegen Rüdiger und Richard oder Rudi und Stefan, wie man sie auch nennen möchte. Kurz zu deren Team. Deren Team ist eigentlich ein recht ekelhaftes Team für mich. Also ich mag es nicht dagegen zu spielen, weil die haben uns dann Nidoking weggeschnappt. Nicht nur das, deren S-Tier ist verdammt offensiv, verdammt gut offensiv. Und insgesamt hat man einfach wenig Bock dagegen zu spielen. Du hast halt diese gottverdammten Möglichkeiten und dann ist da noch ein Shinera drin. Dieses Shinera macht alles so viel komplizierter, weil du gegen dieses Shinera nicht klarkommst. Kommst nicht klar und du möchtest verzweifeln. Weil nichts ist deswegen. Was nicht Heitera? Dann Heitera. Sorry, Blissey. Blissey halt. Du kommst nicht klar, du bringst dieses Ding nicht richtig um. Und ja. Unser Plan dagegen, ganz simpel, jetzt kommen wir zu unserem Team heute. Nicht der Screen, ich mach's immer wieder falsch. Der hier. Wir gehen heute Full Offense rein. Angriff ist die beste Verteidigung. Ist unser Plan. Der ist das E-Slap Team. Wo ist es, Rudi? So haben wir es genannt. Ich liebe dich, Rudi. Und auch dich, Richard. Ihr beide seid super tolle Menschen. Nee, wir fangen an mit unserem Ferrari F8 wieder mal. Das dritte Mal dabei. Heute ohne Defog. Denn, obwohl er es kann. Thunderbolt, Volt Switch und Leafstorm. Und dazu Trick. Falls wir den Specs wegtraden wollen. Insgesamt ist das Ding dafür da, um vielleicht sowas wie Heitera zu disablen oder halt einfach irgendwas umzubringen. Dann unser Kyurem, unser Black Coco ist wieder da mit dem Choice Escafru und Focus Blast Draco, Freeze Dry und Shadow Ball. Das Ding ist schnell und kann mit Freeze Dry sehr viel Work machen, sollten sie die richtigen Monster dabei haben. Es gibt halt die Monster, die halt gegen Freeze Dry komplett gut klarkommen, aber es ist halt, Freeze Dry macht denen halt ein bisschen viel, so Portalanda, dann Nidoqueen, Glamos, Greninja, so ein bisschen viel. Mit Freeze Dry haben sie eine größere Eisschwäche und das passt ganz gut. Der dritte, das dritte Choice-Item heute ist Choice-Band Infernape. Wir wollten reinhauen, weil das Ding ist das viertschnellste Mono-Matchup und deswegen kann man eigentlich mit einem Band durchgehen, sollten die Möglichkeiten, die es umbringen sollten, bevor es andere umbringt, weg sein. Bedeutet sowas wie Greninja oder. Ja, Greninja oder der andere, der Hase. Wenn die weg sind, dann ist es halt good to go für Infernape. Unser Schlüsselanhänger ist heute mal mit einem AV da. 4 Attacken, AV, ganz simpel. Wir wollen reinkommen, irgendwas anchippen und wieder raus. Oder halt, sowas. Einfach Switch. Wir haben so ein paar, das ist ein paar Switch-Ins da. Kommen wir zu den letzten beiden. Twitchfort ist wieder dabei und es ist wieder Sugarberries, der Elfrocks. Diesmal mit Ice Beam, Earthquake und Toxic. Und zu guter Letzt, Aromatis zum ersten Mal. Mit Leftovers und gar keine Attacke. Denn wir spielen Toxic, Wish Protect und Heal-Bell. Damit wir insgesamt ein Shinera super gut 1v1 können. Ohne dass es uns 1v1 könnte. Soweit zu uns. Wir sehen uns gleich in einer Sekunde zum Kampf wieder. Wo Jeremy dann mal wieder mehr reden wird. Und wir werden mit Ease natürlich unseren zweiten Sieg holen. Bis gleich. Wir sind back und was wir actually. Finde ich eigentlich
gute Dinge. Ich glaube, wir könnten, also es sieht, ich weiß nicht. So, das Ding ist halt, es ist halt, guck mal, ich bin jetzt gerade am Überlegen, ja klar, okay, Blissey ist dabei, aber mit was fangen wir an? So, die haben halt eigentlich das dabei, was wir erwartet haben. So, wenn ich jetzt so ein bisschen noch drüber gucke, ne? Was haben sie nicht dabei? Ja, Greninja ist nicht dabei. Das heißt, sobald eigentlich der Hase tot sein sollte, ne? Ist eigentlich Panfern oder Schnellzimmer aus, dass sie haben einen Scarf und der geht dann durchgeführt. Das ist halt geil. Ich überlege gerade, ob wir einfach mit Panferno, ich weiß nicht, es kommt, was kommt, ich kann mir vorstellen, dass Nido als erstes reinkommt. Und gegen Nido würde ich, also insgesamt, warum sollten wir hier nicht als erstes mit Manaphy reingehen, wenn halt Shiny hier drin ist, gehen wir halt raus. So. Ne? Sie könnten aber halt jetzt hier auch mit Rotom reinkommen, das nervt mich. Warte, wie schnell ist Rotom? Ja, Rotom ist halt schneller. Ich konnte nicht auf Rotom creepen. Ich habe das Gefühl, die gehen rein mit Dings. Mit was? Rotom. Rotom, sure. Ich meine, gerade könnten halt auch mit Nidus leaden, aber ich habe halt Angst, dass sie mit Lamus leaden. Ich bin ehrlich, ich würde sagen, wenn sie mit Dings leaden, können wir eh nichts machen. Wir brauchen, also entweder, bin ich ehrlich, ich würde hier entweder auf, ich würde hier eigentlich auf Manaphy gehen, bin ich ehrlich. Wollen wir? Ich würde. Wie sie meint. Also dann klicke Manaphy. Nicht schon gemacht? Nee, ne? Komm. Ich hab keine Ahnung. Irgendwie. Weil, wenn wir mit Manaphy leaden, kann Brutalanda sich nicht setupen. Wenn wir mit Manaphy leaden, kann. Welche TPS ist das? Warte kurz. Ich will nur kurz gucken. Manaphy gegen. Warte. Lobani. So, Manaphy gegen Lobani. Ist, so, hier, Mega. High Jump müssen sie drücken und wir kriegen einen Psychic draus. Der killt die zwar nicht, aber ist halt trotzdem ganz gut. Eieiei, beim Black ist ein bisschen. Mit was kommen sie rein? Mit Lobani, okay. Wir kriegen hier halt einen Psychic raus, eigentlich. So, und ein angechipptes haben die keine Verhandlung, wir haben, ne? Erstmal würden die wahrscheinlich Fake-Out drücken, denke ich. Zum Safe-Mega an. Mein PC ist am Laggen. Nervt mich. Hilfe. PC, bitte. Bitte, PC. Hallo. Och nee. Was ist das? Was los? Mein PC leckt ein bisschen. What do you mean? Wie gerade nicht. Ist gerade nicht geil. So ein bisschen. Überleg gerade, ob ich einfach so. Könnte daran liegen, dass ein bestimmter Herr eigentlich immer noch auf Discord eine Cam an hat. But I'm not sure. Vielleicht ist auch einfach der Kalk down oder so. Was ich nicht hoffe, bitte. Ich habe Angst, dass Lopunny kann Thunder Punch. Kann auch zu 100% Thunder Punch. Heute in der Lag Edition, let's go. Mir laggy. So. Was machen wir? Ich überlege gerade. Ja, noch da? Ja, ich bin da. Laggy, 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 laggy. Oh Gott. Ja, okay, dann ist mein Internet gerade, Jungs. Ich bin. Ja, lol. Kann Thunder Punch natürlich ganz Thunder Punch. Ich teste mal kurz was für alle tollen Zuschauer da draußen. Und werde mal gucken, ob es so besser klappt.
Connects. Ich sehe den. Head Game. Okay. Bin da. So. Ich möchte jetzt nochmal gucken. Manaphy, wie kriegt Manaphy von dem Thunder Punch? Adamant. Lopunny Mega. Und ich fake out weg. Alter, ich. Mich nervt es so ein bisschen gerade. Muss ich sagen, dass es mein PC so ein bisschen überanstrengend ist. Oder sich überanstrengend fühlt. Irgendwie gerade will der nicht. Runner Punch. Du leckst ein bisschen. Ja, ich weiß. Sorry. Ist heute leider so. Fake out Thunder Punch killt nicht Manaphy. Macht sogar Heiter mehr. Chris. Ich würde hier einfach einmal Psychic drücken erstmal. Und gucken, ob sie rauswechseln. Oder ob sie einmal Fake Out drücken. Da bekomme ich wieder meine E-Mails. Gut. Hab sie gedrückt. Aha. Wo die sagen mal. Explosion. Fuck. Kann das gehen? Explosion würde gehen. Also ich würde Psychic drücken, eigentlich. Obwohl, wenn sie hier Sword dann drücken, dann ist halt so ein bisschen. Aber ich würde eigentlich Psychic drücken, weil dann später Dings schneller als alles sein sollte. Jurem. Jaras Psychic drückt. Nein. Drück mal bitte. Wenn ich wirklich explode. Ja, nee, die. Ja, das ist Adamant. Ah, okay. Ich hab vergessen, Adamant erstmal reinzumachen. Nicht Bashful. Adamant. Das kann mit keiner Roll killen. Wir könnten immer noch auf Psychic gehen. Macht das gleich viel Damage? Überlegt gerade halt einfach. Das Ding ist jetzt mega. Wenn das Ding angreift, dann kriegen wir halt einen Chip raus. So. Sie sehen aber, wir sind jetzt fast Full HP. Ja, der Fakeout hat wie viel gemacht? 21, dann Midroll. Die sehen, wir sind eigentlich Full HP. So. Wir müssen jetzt vermuten, ob wir Spätstaff sind oder ob wir Attack sind, und mit einem Psychic kriegen wir das. Guck mal, mit einem Psychic kriegen wir das Ding in eigentlich einer Curum Freestrike Range. So dass wir gegen mit Curum nur Freestrike drücken müssten. Danach. Deswegen. Psychic drücken? Eigentlich würde ich Psychic drücken. Angechipptes Low Bunny ist ein gutes Low Bunny. Und sie haben noch nichts gedrückt. Okay. Also angechipptes Lopunny ist gutes Lopunny, sage ich mal. Vielleicht. Ich würde halt nicht sehen, auf was wir hier raus wollen. Weil wenn Lopunny tot ist, sehe ich halt so ein bisschen den Sieg von Panferno im Nachhinein auch. Weil dann zwei Mons mit halt irgendeinem Choice-Item durchgehen können. So, Lopunny ist tot und Chimera kriegen wir halt irgendwie auch noch tot. Bestimmt. Wir könnten halt jetzt hier auch Protect dabei haben, müssen sie Angst haben, dass sie halt, ob sie High Jump drücken. So, in den Psychic können sie nichts reinwechseln, sie haben keinen Dark-Type dabei. Ich guck grad, was tankt den Psychic von denen am besten. Tankt Rotom nicht so ein Psychic ganz gut?
sagen wir mal, Scarf Rotom. Das ist ja probably das, was uns am wenigsten gefällt. Rotom ist ein Ghost-Type, als ob die jetzt reinholen. Als ob die jetzt ein Ghost-Type hier reinholen. Bitte denk mal nach. Nee, der hat keine Psychic-Schwäche. So, natürlich könnten sie den es reinholen. Das ist mein Ghost-Type. Ja, aber wir sind kein Normal-Type. Macht keinen Sinn. Nein. Naja, die könnten halt ihr Rotom reinholen. Denke ich. Sollte nicht zu viel machen. Oder, ja, oder sie holen halt jetzt hier einfach Blissey rein. Weil Blissey tankt das halt wie nichts. So. Gegen Blissey müssten wir eigentlich auf Infernape, aber das kann dann gegen Blissey gehen wir nicht mal auf Infernape. Ich würde sagen, gegen Blissey gehen wir einfach auf Aromatis, würde ich sagen. Warum gehen wir Blissey nicht Dings, Nido? Warum wir gegen Blissey nicht in Nido gehen? Warum sollten wir gegen Blissey in Nido gehen? Wieso in U-Turn, okay. Sie bleiben drin, also sie wechseln raus und gehen in Rotom. Ja, wie gesagt, dachte ich mir schon. Das ist offensiv und kann uns jetzt rausnehmen, wenn sie Fullspeed sind alleine. Das heißt, kann das mit einem Shadow Ball killen, Specs Rotom. Das würde nur mit einem Thunderbolt killen, wenn es Specs wäre, da wir AV sind. Da wir das predicten müssen, würde ich hier eigentlich auf Nido gehen. Oder? Was sagst du? Nido it is. Oder hat das Ding Energy Ball? Ich guck mal nach. Rotom hat doch kein Energy Ball. Nee, Rotom dürfte kein Energy Ball besitzen, weil nur Rotom Dings. In Power Grass können sie nicht spielen. Ja, es muss Thunderbolt hier drücken, weil wir sind AV. Wenn das Specs ist, killt es uns. Mit Volt Switch fast sogar. Wie viel macht Thunderbolt? Thunderbolt macht uns Specs 60 bis 72. Aber ich weiß halt nicht, ob sie Specs, wenn sie Scarf sind, ne? Kann ich ja auch nochmal kurz gucken. Dann machen sie uns nicht genug und wir könnten das Ding einfach rausnehmen. Aber ich weiß halt nicht. Jerry, verhandel nicht so miss im Chat, bitte. Mir egal. Du machst das nicht. Okay, gut. Ich würde hier eigentlich auf Nidoqueen rausgehen, weil dann würden wir noch nicht surprisen, dass wir auf Dings sind. Auf AV. Weil maybe, wenn sie was anderes drücken, könnten wir predicten, wenn sie sowas wie Shadow Ball drücken. Oder warte mal kurz. Warte kurz. Wie viel kriegt Nido von dem Shadow Ball? 31 Specs. Nidoqueen, Rotom, nicht Nidoqueen. Nidoqueen haben wir. Rotom. Bex. Hallo? Rotom. Choice Bex. Das könnte über 50 machen. Jetzt ist halt die Prediction. Ob sie auf Shadow Ball oder Dings gehen. Könnte. Shadow Ball, gehen sie auf Shadow Ball. Gehen sie auf Shadow Ball oder gehen sie auf Thunderbolt? Warum sollten sie Shadow Ball gehen? Weil sie vielleicht mit Nido rechnen. Und wenn sie mit Nido rechnen, ist Shadow Ball der bessere Play, weil das two-hittet. Maybe. Also mit einer Chance. Das Ding kann auch Energy Ball. Nein, kann es nicht. Rotom kann kein Energy Ball. Warum soll es Energy Ball können, wenn Rotom Moes einzige Attacke Rotom Typ Grass Type Leaf Storm ist? Ja, du musst jetzt sagen, Jerry, würdest du jetzt in Nido gehen oder nicht? Ich würde Psychic nochmal drücken. Sure? Du willst predicten, dass es nicht Specs ist. Dann mach. Wieso? Shadow Ball. Nice, Mann. Okay, good job.
Good Trust fucking me. Job. Like, good fucking job. Good fucking job, Jerry. Warte, das war wie viel Damage? Wie viel war es? 28 mit einem Shadow Ball. Auf Manaphy. Ne, 18. 18. Ich glaube, das war ein Choice. 18,8 passt zu einem Choice Scarf Rotom. Vom Damage her. So, also Manaphy steht noch. Sie können probably herausfinden, dass wir AD sind. Sie könnten. Kann man. Warte kurz, ich will nur kurz gucken. Manaphy. Warte hier. Bei unserem Manaphy. Ich pack jetzt mal. AV raus. Dann würde der Damage nicht passen. Die müssen schon wissen, dass wir Assault West sind. Die müssen eigentlich schon herausgefunden haben, dass wir Assault West sind. Jetzt kommt der Hase halt rein. Ne? Und ich würde sagen. Die können jetzt hier halt. Ich würde Manaphy hier sacken. Was sagst du? Ich bin mir nicht sicher. Was sollen wir jetzt reinwechseln, ne? Ja, komm, sack mir das. Aber. Warte, also die Nein. Oh, warte, nicht mal. Wir können müssen nicht mal. Wir müssen nicht mal sacken. Drück zurück. Bitte. Weil ich glaube, sie werden uns dann mit einem U-Turn rausnehmen. Ich hab gar nichts gedrückt. Okay, gut. Weil sie wollen uns wahrscheinlich mit einem U-Turn dann rausnehmen. Und ich glaube, Manaphy könnte von Nido noch was tanken. Oder wir könnten Manaphy Nido reinschmeißen einmal. Dafür müssen wir halt Angst haben. Ich würde ein Ice Beam drücken, einfach für den Freeze. Nein, ich würde nicht drin bleiben. Ich würde vielleicht sogar nicht drin bleiben. Ich würde nur überlegen. Die haben Fake Out. Warte kurz. Die haben Fake Out U-Turn. Das heißt, sie haben, wenn sie High Jump und Return haben, haben sie nichts gegen Manaphy richtig dabei. Und auch nichts gegen unser Aromatease. Welches zwar Spätstef ist und von Return fucking zu viel Damage bekommt. Never mind. Ich guck gerade. Nidoqueen tankt okay. Yuram ist halt durch einen High Jump tot. Und wir müssten was treffen. Infernape ist zu langsam. Wir könnten hier überlegen, ob wir Dings sacken. Ob wir Manaphy sacken. Was sagst du? Weil eigentlich, wenn sie. Nein, wenn sie drücken, wir Psychic. Mehr Damage. Wir gehen hier nicht auf. Weil die drücken Fake Out. So. Entweder killen sie uns jetzt direkt oder sie drücken Fake Out erstmal. So, ich würde hier Psychic drücken. Ich würde hier eigentlich Manaphy sacken. Ich sehe jetzt keinen richtigen Sinn mehr, dass Manaphy. Obwohl, warte, nee, Manaphy sacken ist dumm. Wir haben Wish Protect. Wir haben Wish Protector. Und mir fällt auf, dass. Ich bin dumm. Ich bin einfach dumm. Aromatease. Return macht ein Guaranteed 2-Hit KO. Mit Fake Out zusammen. Na, ja, die könnten halt dann. Ein U-Turn gehen. Na, die haben U-Turn dabei schon mal. Wir könnten jetzt überlegen, dass wir jetzt. Ach, drücken sie hier Fake Out oder nicht? Drücken sie hier Fake Out oder nicht? Wenn sie Fake Out drücken, bleiben wir drin. Wenn nicht, gehen wir instant raus. Aber ich bin ehrlich, ich würde hier das Ding sacken sogar. Ich würde Psychic Spam. Wir haben den Wish Support immer dabei. Noch, ja, okay, Mann. Sie haben Return dabei. Sie haben Return gedrückt. Return. Okay. Dann. Ganz simple Geschichte. Eigentlich gehen wir hier auf Kyurem und drücken Focus Blast. Müssen wir. Weil das Ding. Das killt doch nicht. Doch, Focus Blast killt One Hit. Heike killt uns doch. Ja, aber wir sind schneller. Wir dürfen jetzt halt nur nicht missen. Und versuche erstmal einen Switch in den Focus Blast zu bekommen. Oder warte mal. Nee. Warte, wie viel nimmt Salamence von einem Focus Blast? Lass mich kurz gucken. Salamence. Ich hab's Fußball shoot. Nein, raus, bitte. Meinst du, sie predikten, dass wir Scarf sind? Ich hab schon Cancel gedrückt, chill. Gut, meinst du, sie predikten, dass wir Scarf sind? Weil das müssen sie ja. Wir müssen ja denken, wir sind Scarf oder irgendwie Sash oder sowas.
Was ich überlegen würde, dass die müssen hier High Jump drücken. Ne? Die müssen hier High Jump drücken. Und ich habe keinen Bock, dass der Fokus vielleicht daneben geht. Lust, maybe zu doublen und auf Aromatis zu. Nee, es bringt nichts, oder? Ach, fuck it, einfach Focus Blast drücken. Ich hab sogar noch nichts gedrückt. Alter, es bringt nichts. Vier Denken bringt nichts. Rein da. Ich find's so kacke, dass wir nicht Chip rausbekommen haben, weil sonst hätten wir Free Draco drücken können. Sie gehen auf Blissey, okay. Focus Blast trifft zwar, aber es macht halt nichts. Und wir gehen hier auf Aromatis raus. 34 war es, warte kurz, können wir kalken. However you say Blissey. Warte kurz, warte, noch nicht drücken. Noch nicht, warte kurz, ganz kurz. Ruhig bleiben. Ruhig bleiben, ruhig. Wir müssen es ruhig spielen. Das ist für Steph. Das ist definitely für Steph. Bedeutet, die gehen auf Aromatis raus. Nein, das ist für Steph. Ganz kurz. Wenn Steph hätten wir noch weniger Damage gemacht. Was macht. Natürlich ist es für Steph. Ach so, gut. Ja, ich würde jetzt hier einfach auf Aromatis rausgehen, ja. Softboiled kommt, okay. Und wir können jetzt hier einmal Toxic drücken. Ja, drück Toxic. Die haben Softboiled dabei, ich weiß gar nicht. Die drücken Rocks, okay. Juckt mich nicht. Und dann drück mal Protect. Nido kommt rein, okay. Ja, jetzt ist halt die Sache, was wechseln wir in Nido rein? Sie drücken halt jetzt hier. Was wechseln wir in Nido rein? Was wechseln wir in Nido rein? Nido King, Wallbreaker, Life Orb. Wir hätten nicht auf Kyurem bleiben können. Junge. Das heißt non-volatile. Guck mal in Chat, this Pokémon has its non-volatile status moves, status conditions. Nicht veränderten. Warte, ich google das jetzt nochmal auf dem Handy. ja, ich würde eigentlich hier. Richtig verdunstend. Was? Volatile ist flüchtig, unbeständig. Wir könnten hier einfach eigentlich auf Nidoqueen rausgehen. Glaube ich, weil wenn sie jetzt hier. Was ist Natural Cure? Ganz kurz, was ist Natural Cure? Ich glaube, das Ding ist jetzt nicht mehr getoxic. Die haben grad uns gerade literally. Die haben uns gerade literally deren Pokémon gezeigt, oder? Nein, 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 das ist ja nicht das Pokémon, was sie dabei haben. Das ist einfach insgesamt das Pokémon. Ich google nur kurz nochmal. Also du musst mir jetzt sagen, genau die Situation davor hatte ich Angst. Bin ich ehrlich. Wovor? Das ist jetzt ein Poison-Attack gedrückt, hast du Angst, ne? Ja, das. Es muss hier Poison drücken. Nicht flüchtig, was? Okay, keine Ahnung, was das bedeutet. Ich würde hier. Der Protect hat gefailt. Können wir hier nochmal protecten dadurch? Weiß es nicht. Kann man nach einem.
Oh, fuck, kann man nach einem... Ja, kann man. Kann man nach einem gefällten... Dann drück nochmal Protect, bitte. Okay, es klappt. Zap. Nicht gut. Wenn wir auf das nicht gut. Toxic drücken. Nee, geht nicht. Geht nicht. Und erstens, zweitens Poison Type. Gar nicht gut. Wir müssen auf Nido. Müssen auf Nido. Und den Sub wegbekommen. Sub ist gar nicht gut. Wir hätten auf Nido gehen sollen. Oh, ich bin doof. Gehen wir darauf. Jetzt kommen. Weiß nicht. Es ist fucking physisch. Wir drücken hier auf Power. Warte kurz, warte. 10% Poison Jab. Darf ich kurz kalken? Das ist ein physisches Nidoqueen, oder? Nidoking meine ich. Nidoqueen? Nidoking. Chance gedrückt gehabt? Ja, die haben Poison Jab gedrückt. Was halt so gut für uns ist. Das heißt? Das ist halt. Jolly. Jetzt? Warte kurz. Ich will nur kurz gucken. Wie viel Damage hat's gemacht? 10, ne? Nein, 10,4. Hat sich selber Damage gemacht? Nein, das heißt, sie sind kein Life Orb. Nein. 10,4 sagst du? 10,4. Dann sind sie... Ey, warte mal kurz, leck mich am Arsch. Das ist doch nicht. Ist das... Was ist das für ein Item? Egal, wir drücken auf Power. Ich kann mir vorstellen, dass es Bandit ist. Nee. Es ist... Ah, physisches. Ja. Fast. Power. Ab ist weg. Und, Aber es ist schneller als wir. Es ist schneller als wir. Ja, aber soll ich dir was Tolles sagen? Darf ich dir was Tolles sagen? Das Ding ist schneller als wir. Ja, schön. Wir tanken nicht noch einen. Wir tanken nicht auch noch einen. Das ist, richtig. Aber guck dir mal bitte die Leben an. Ne? Siehst du die Leben da? Wusstest du, dass auf der Range wir einfach... Wusste ich was? Oh, warte, nee, das machen wir nicht. Warte kurz. Please say... Job gegen... Ich weiß, was wir machen können. Wir opfern das Ding, wir drücken jetzt auf Power, nochmal. Oder warte, drücken wir auf Power? Ich weiß es nicht. Warte. Überleg gerade, was wir da noch reinwechseln. Eigentlich. Etwas schnelleres. Ja, Rotom. So, Rotom wäre nie. Also, die Frage ist halt, Rotom. Würdest du Dracoon sogar? Weil es kommt halt Blissey rein, so. Dann kommt halt einfach Bei Dings kommt Blissey rein. Bei Kyurem kommt Blissey rein. Bei Infernape kommt. Bei Infernape kommt ganz stumpf Dings rein. Also, Blissey kommt halt bei... Also, ich gehe nochmal durch. Blissey kommt rein, wenn wir auf Kyurem sind. Gegen Panferno kommt einfach Dings rein, Lamus. Und gegen Rotom auch Blissey. Wir haben keinen Defog. Wir dürfen nicht zu oft auf Panferno gehen. Was ich hier überlege, ist, ob wir dennoch auf Panferno gehen und wie viel kriegt... Warte kurz. So ein Slowbro. Wenn es Fistef ist, wie viel kriegt es von dem Flareblitz? Absolut wenig, okay. Gegen Slowbro machen wir halt nichts. Und die können halt einfach in uns reinwechseln. Obwohl sie Angst haben müssen, dass wir Thunder Punch dabei haben. Ne? Die müssen halt zu 100% Angst haben, dass wir Thunder Punch dabei haben. Obwohl das auch nicht genug macht.
Also. Wir müssen hier, glaube ich. In Blissy können wir dann Forward Switch. Können dann. Wenn nicht, fuck. Nächste müssen wir nochmal rauswechseln. Also, guck mal. Wir können hier nicht drin bleiben. Weil, obwohl, doch, könnten wir. Wir könnten hier drin bleiben. Wenn sie. Oder wir gehen jetzt hier halt. Also, entweder gehen wir direkt raus auf Rotom. Ne? Das wäre eine Idee. Dann würde Nidoking Queen noch leben. Könnten wir später sacken. Oder wir gehen jetzt hier raus und gehen dann vielleicht auf. Infernape wäre halt gut so gerade. Aber das Problem ist, mit Infernape müssten wir gegen das Nido King. Da, so. Ja, ich habe das Gefühl, die predikten, dass wir auch Dings, genau, Ferrari. Glaube ich, predikten die das für rausgehen. Ja, ich würde eigentlich auch hier drin bleiben, to be honest. Ich glaube, das ist übrigens physisch. Das ist übrigens ein. Warte, das, wie viel hat es mit Earth Power gemacht in Dings? Trotz Bäre? Wir haben einen Sub gekillt damit. Nein, nein, wir. Die meine ich zu uns. Wie viel haben wir bekommen? Die werden uns damit killen. Die werden uns damit killen. Mm. Wir werden kein Earth Power drücken, weil die denken, dass wir mit Ferrari reinkommen. Nein, 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 ich will nur kurz. 43. Ja, die sind physisch offensiv. Die sind sowas von physisch offensiv. Die sind sehr krass physisch offensiv. Sugarberry ist weg. Ich würde hier einfach Earth Power drücken und zacken, bin ich ehrlich. Die drücken Sub wieder. Strong! Ich wusste es. Das, soll ich sagen, warum das so gut ist? Weil jetzt, das Geile ist, dass eine CC killt. Nein, 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 nein. Wir drücken hier weiter. Die könnten cocky werden. Earth Power? Also, warte, ganz kurz, okay? Earth Power? Warte, bevor wir weitermachen. Das ist gut. Wir können jetzt mit einem CC hier killen. Wenn wir sterben. Aber dann müsste ich kurz gucken, wie viel Salamence von einem CC von uns bekommt. Uff. Oh. Oh. Au. Au. Au, au. Nido King. Ja, ich würde jetzt hier einfach nochmal auf V drücken. Jo, die nehmen uns raus. Passt. Das war klar. Und ich würde jetzt hier in Infernape gehen und dann in wen? Infernape. Wir haben, ja. In wen? Mr. Fister. In wen? Ich würde jetzt hier in Mr. Fister gehen und dann Close Combat. Obwohl, nee, warte, können wir nicht. Vergessen. Ich habe an Salamence gedacht, aber nee. Warum? Slowbro. Slowbro kommt safe rein. Mit was killen wir alles? Können wir hier einfach auf den Focus Blast gehen und dann Focus Blast spammen? Weiß es nicht. Kyurem. Kyurem Focus Blast killt doch Nidoqueen, oder? Ne, killt es nicht. Fuck. Ja, basically. Wir sind gerade ein bisschen arscht. Weil die müssen nur einen guten Switch hin machen und dann sind wir so ein bisschen am Arsch. Wir müssten eigentlich den Switch in dann predikten. Und also was ich sehen würde, wäre halt, dass wir auf Infernape gehen und dann maybe U-Turn drücken. Weil, kurze Erklärung, guck mal, U-Turn killt zwar nicht, ne, aber sie können uns nur mit... Leafstorm macht Leafstorm. Leafstorm killt die safe, aber dann kommt einfach Blizzy rein. Wie viel macht Leafstorm? Leafstorm killt Katie, das sag ich dir. Und? Ja, 100. Ah, Blizzy nicht. Ja, Blizzy ist aber trotzdem Blizzy. Blizzy ist aber trotzdem Blizzy und hat einen fucking 155er. Nein, vielleicht ist der Toxic weg, ich verstehe die Fähigkeit nicht. Der Toxic kann auch durch die Fähigkeit weg sein. Und durch Leafstorm
Und Leaf Storm nimmt es von uns 30%. Das ist halt kacke für uns. So, was ich halt überlege, ob wir jetzt entweder hier in Kyurem gehen, aber das können wir nicht machen, wir können Kyurem Kate das Ding nicht. Und weil wir keinen Focus Blast spammen können, gegen Blissey. Und deswegen würde ich hier eigentlich auf, maybe auf Infernape rausgehen. Aber würde der Poison Jab hier killen? Ich glaube, der... Ich muss kurz gucken. Geht der Poison Jab, wenn... Die sind halt jolly, so das kann ich sagen vom Damage her. Der Poison Jab killt Infernape dank den Rocks. Das heißt, wir können nicht, wenn wir Infernape gehen, müssen wir CC drücken. Oder Flare Blitz. Weil die könnten auch Boise drin bleiben. Weil die könnten halt auch einfach P-Jab drücken. Was sagst du? Ist der, meinst du, mit einem Close Combat kriegen wir die? Nein. Sure. Also mit Close Combat killen wir die, ja, aber meinst du, die sacken das Ding oder gehen nicht auf Slowbro? Willst du in Ferrari gehen? Bist du dir sicher? Ja. Ich finde, das ist gerade schlechter Play, aber dann mach, komm, ich vertraue dir da jetzt. Würde ich hier eigentlich in Infernape gehen? Das heißt, du willst jetzt hier wahrscheinlich Leaf Storm drücken, richtig? Oder warte mal kurz. Jetzt hold. Wollen wir Trick drücken? Hold mal Bier. Ich würde sagen, wir könnten hier probieren. Wir drücken Trick. Oder warte mal kurz. Nee, die sind nicht schneller, die können keinen Sub drücken. Wir können hier Trick drücken. Ich weiß, dass die schneller sind. Deswegen schlage ich es doch vor. Willst du Trick drücken? Willst du das Risiko eingehen? Willst du das Risiko eingehen? Trick oder. Was für Blissy, wissen wir das? Nein. Ja, ich drücke Trick. So. Okay, komm, wir drücken Trick. Komm, wir probieren es. Ja, wenn Blissy jetzt reinkommt, dann ist es halt so genial gut für uns. Es kommt Salamence rein. Okay, Salamence ist Specs. Salamence kommt rein. Wir haben Heavy. Wir haben jetzt Boots. Wir haben jetzt Boots. Und das Ding ist jetzt Specs. So, Salamence ist jetzt schön Specs. Das heißt, Salamence kann sich jetzt nicht setupen. Das war gut. Nein, nein, wir sind langsamer. Wir sind sowas von langsamer. Salamence bringt uns einfach um. Thunderbolt? Sicher, womit denn? Earthquake. Nein, nee, warte, wir sind Ding. Die Attacke gelockt. Warte kurz. Nee, du. Sie können sich einfach irgendwann. Nee, nicht mal. Die können uns doch. Warte mal, mit Rotom. Haben die Poison Jab dabei? Haben die so krass viel Poison dabei? Poison Jab. Würde uns halt auch nicht killen. Auf der Range, richtig. Ja, ich überlege gerade, aber. Die können nicht mal Adamant spielen, niemals. Die müssen hier Dings spielen. Jolly. Ich würde hier, to be honest, auf den Volt Switch gehen. Ich würde hier auf Volt Switch gehen. Was sagst du? Sicher? Jo. Eigentlich schon. Na, komm, die ja. Drücken Toxic, okay. Oh, Toxic. Die locken sich auf Toxic. Ja, wir kriegen. Wir hätten easy. Oh, warte. Nee. Das ist ein Volt Switch Crit. Das ist ein Volt Switch Crit ohne Specs. Und dieses Ding. Das weiß ich. Warte kurz. Ich hab grad Toxic gedrückt. Es ist auf Toxic gelockt jetzt. Sie müssen raus switchen. Ich Sie weiß. Können nicht Toxic spammen. Ich weiß, aber was ich jetzt herausgefunden habe, Jeremy. Ich hab was herausgefunden. Das Ding ist defensiv. Was ist es? Das Ding ist, Waren wir? Nee. Die waren schneller. Das ist. Ich glaube, das Ding ist Full HP. Ja, das Ding ist Full HP. Das ist ein. Oder warte, wie viel hat's gemacht? Volt Switch? Nein, das ist nicht Full HP. Hä? Passt der Damage? Ja, nee, das ist ein offensives. Es war ein offensiver Crit. Alles gut. First Voice ist noch. So, wir können jetzt. Auf Toxic gelockt. Ja, sie sind auf Toxic gelockt. Das heißt, wir können jetzt hier in.
Ach, das Infernape, entweder, ja, dem Infernape können sie nicht toxen, so, also, sie könnten Infernape toxen, aber wir könnten dann CC spammen, aber, I don't know. Wir könnten jetzt auch halt, wir könnten jetzt halt hier auch auf Hurem gehen und, Freeze-Dry drücken. Oder, nee, warte mal kurz. Doch, wäre sogar okay. Sich sure auf Freeze-Dry, weil dann kommt doch einfach Blissey wieder rein. Wir könnten auf Infernape gehen und CC drücken, da ist leider das Problem, CC ist eine Roll auf 51%. Ne? CC ist eine 51% Roll. Warum willst du Fighting Move gegen einen Flying-Type usen? Weil das killt auf der Range. Ne, 73% Chance. Und dann müssen sie in den CC in Slowbro. Was macht Stonehenge? Ja, aber dann kommen sie halt... Stonehenge? Ja, in Stonehenge würde killen. So, sagen wir es so. Stonehenge würde killen. Wir könnten halt auch Stonehenge drücken, aber dann, wenn wir Stonehenge drücken, können sie halt jetzt in Nidoking oder in Blissey oder in Slowbro oder in Low Bunny. Okay, die gehen danach safe in Low Bunny, aber. Oder wir gehen jetzt halt hier auf Aromatis. Weil Aromatis hat Heal Bell. Wir können den Toxic wegbekommen auch. Und was sollen sie jetzt Aromatis machen? Aromatis kann jetzt hier safe einen Heal-Bell rausbekommen und danach einen Wish. Oder halt selber toxen. Wir könnten halt selber direkt Toxic drücken. Obwohl, ja, die könnten dann halt auch einfach auch... Ja, die könnten in Nido gehen, aber wir könnten aber auch doublen. Ich meine, also, was sagst du? Was ist das Beste? Weil in Stone Age sehe ich halt zu viele Switch-Ins. Wir könnten das Ding auch einfach sacken, so. Wie macht ein Focus Blast? Das ist das Problem, glaube ich, bei dem. Focus Blast killt nicht. Wir killen nur mit Freeze Dry. Oder mit dem Draco. Aber Draco drücken wir nicht. Mit Draco. Wir drücken kein Draco. Nein. Freeze Dry killt. Sowieso. Also, wir könnten jetzt hier auf Freeze Dry gehen. Ne? Und. Wenn Blissey reinkommt, was müssen wir machen? Ja, wir müssen eigentlich hoffen, dass es gefreezed wird. So, das ist halt so lächerlich. Eigentlich müssen wir jetzt... Entweder drücken wir jetzt hier Stone Age, Close Combat oder Freeze Drive. Was sagst du? Oder wir gehen auf Aromatis. Die werden rausgehen damit. Das ist jetzt eigentlich schon klar. Okay. Aber wir können halt... Dann würde ich halt hier eigentlich Close Combat drücken, weil das der beste Dings ist. Weil wir damit auch Salamence so killen könnten und die können nur Toxic drücken. Ja, sie gehen raus! Ja, gut, aber in was dann? So, wir müssen halt jetzt gucken, in was sie rausgehen. Jeremy, kommt Infernape rein, gehen sie entweder in Blissey, das Ding ist halt, was ich mir auch vorstellen könnte, sie zacken das Ding und holen sich eine Advantage. So. Warum sollten sie zacken? Weil sie dann einfach safe in den Hasen oder in Nidoking oder in Blissey oder in Rotom gehen könnten. In Rotom, sag ich. In Slowbro gehen könnten. So. Sag, was findest du am logischsten? Jerem. Killen jetzt mit dem Hyperbeam. Wir haben kein Hyperbeam dabei. Jetzt mach auf mit den Jokes und sag, was du am logischsten findest. Infernape, okay. Du willst jetzt Stonehenge drücken, oder wie? Weil ich würde CC drücken hier eigentlich. Wir können auch Stonehenge drücken. Ich will U-Turn. Sure. Okay, dann drücken wir U-Turn. Komm. Sind sie schneller? Nee, sind sie nicht. Nein, sind sie nicht. Wir gehen auf Slowbro. Okay, good job, Jerry. Good job. Und wir gehen hier Freya. Auf. Oder nee, warte, nicht mal. Ja, oder Ferrari und dann doch. Was willst du drücken? Ist das Leftovers mit fürs nächste Mal? Okay, das hat Leftovers. Wir sind schneller, das heißt, die werden wieder rauswitchen müssen, deswegen drücken wir jetzt einfach Leaf Storm. Weil das ist der maximale Damage, den wir drücken können. Sie aber dann kommt, dann gehen also. Sie auf Blissey. Dann gehen sie halt auf Blissey. Was ich mir über.
Ich wollte halt, ich hatte überlegt, ob wir hier vielleicht sogar auf Dings gehen, Kyurem wegen Freeze-Dry. Aber warte, erstmal können wir kurz Damage kalken. Wir können Damage kalken. Besser, wir können Damage kalken. Warte kurz. Ich kann dir sagen, was das für ein Ding ist. Infernape. Slowbro. Hat wie viel Prozent gemacht? Der U-Turn? Ja, das ist Fistef. Das ist Fistef. Bedeutet. Ohne Specs kämen wir hier mit einem Leaf Storm, aber auch mit einem Thunderbolt. Das Ding ist aber halt, es könnte halt auch Blissey reinkommen. Was wurde? Oder wir gehen in Rotom rein und tricken. Du willst jetzt wieder tricken? Weil wir lustig sind. Können wir auch machen. Ich meine, wir haben so oder so kein Dings, wir haben so oder so kein. Ja, dann. Nochmal. Dann drück Ahnung, dann. Keine Rocks mehr legen. Ja, dann drück halt Trick. Wenn sie jetzt. Bunny Champ. Bunny Chopperberry. Sie waren Chats. Chat Shell? Mit was? Was macht das? Oh, Leute, ich dachte, wir trappen. Wegen Trappen. So, okay, dann gehen wir jetzt. Ja, eigentlich auf einen. Volt Switch. Ja, Volt Switch. Volt Switch. Ja, müssen wir. Obwohl, warte. Also, entweder gehen wir hier auf den Volt Switch. Oder wir wechseln direkt in den Infernape. Aber. Ich kann mir vorstellen, dass sie nicht auf Nidoking gehen. Da können wir auch gleich Leaf Storm drücken. Ja, aber Leaf Storm macht nichts. Und wir kriegen dadurch nur Toxic Damage. Ich würde hier rausgehen. Ja, aber mit dem Volt Switch würde ich erfangen. Okay. Dann mach. Ich glaube, sie gehen auf Nido. Okay, sie bleiben drin. Dann gehe ich hier auf in. Fister? Ja, müssen wir. Mr. Fister eigentlich. Oder wir gehen wieder auf Freya und. Ja, aber wenn wir auf Freya gehen, dann müssen wir das hacken, weil dann kommt Nidoking rein. Dann haben wir ein richtiges Problem. Gut, dann gehen wir jetzt in Ferne. So, das Seismikos kommt. Seismikos macht zu viel Damage. Warte kurz. Ich kann den Seismikos Damage auskalken. Sissin? Warte kurz. Wir müssen hier eigentlich Sissin. Ja, warte. Seismikos hat 34 gemacht, ne? 1,1. Ja, das ist voll. Das ist für Fistef und der CC würde killen, ja. Der Slowbro kommt rein, das war klar. Wir müssen ja was hier sehen. Und jetzt würde ich eigentlich auf. Kann ich nochmal was sehen? Wir könnten. Warum sollten wir. Warum sollten wir sie sehen? Nein. Stop it. Wollen wir Freya sacken? Wir müssen hier auf Freya gehen, ja, aber. Was ist? Wir gehen hier auf Freya. Ich würde hier. Ich hab ne Idee. Future Side, okay, merken. In 3 Turns Future kommt Side der Damage. Jetzt diesen Turn nicht, danach. Hebel drücken. Erstmal Hebel. Was? Drück Hebel. I knew it. We fucking knew it. For now. Ich würde jetzt hier. Nee, nicht. Dürfen wir nicht. Ich bin ehrlich. Wir müssen jetzt hier auf, so. Ferrari? Ne, warte kurz. Ich will kurz auf, Freya hier. Ich würde sagen, ja. Nein, warte kurz. Die werden mir einen Sub drücken. Das andere genau, kann ich nicht machen. Genau, ey. Deswegen, ja. Genau. Deswegen überlege ich, ja. Also entweder predicten wir den. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass die halt einfach hier denken. Wir haben auch einfach Dings. Wir hätten U-Turn drücken müssen mit Infernape und nicht CC. Das war klar. Zwar wollte ich auch eigentlich ansprechen, aber du warst zu schnell für mich. Du leckst auch, Digga. Kann ich dich richtig verstehen. So. Poison Jab. Ja, P-Jab killt. So, P-Jab killt halt. Alles außer Kyurem. Das heißt, eins zacken wir. Wenn sie halt jetzt hier Sub drücken, wenn wir halt protecten und die Sub drücken, gefickt.
So, das ist halt das Problem. Dann müssen wir sie erstmal aus dem Sub rausholen. Und dann kriegen sie eine Gratis-Attacke auf irgendwas raus. Deswegen würde ich eigentlich am liebsten ich bin ehrlich, ich würde eigentlich am liebsten Rotom Mouse hacken, um einen safen Switch-In auf Blissey ist halt so ein Problem. Das Game ist halt so GG gerade. Ja, ich sag, was wir machen. Meinst du, wir brauchen Rotom noch? Ja. Sure about that. Ich überlege hier gerade einfach in Ferrari zu gehen. Weil Freya kann eben nichts machen. Wir können jetzt hier Wish drücken vielleicht, wenn du willst. Und dann, keine Ahnung. Bringt halt nichts, aber. Wenn die jetzt hier Poison Jab drücken, ist Freya down. Und dann können wir Mr. Fister nicht mehr hochheilen. Womit denn hochheilen? Wish protects. Ach so, wishen. Ja. Oder wir drücken jetzt einfach Wish und Second dann. Nee, dann kommt der Future Sight und killt einfach Infernape. Das ist das Ding und wir sind nicht schneller. Das Ding bringt uns einfach um mit einem Poison Jab. Deswegen würde ich hier auf Ferrari gehen, den Poison Jab einfach tanken. Aber gibt's doch kein... Warum sollte der Future Sight bei einer Attacke Schaden machen, welche keinen Schaden macht? Future Sight greift drei Runden, wenn du Future Sight einsetzt, wartest es zwei Runden und greift in der dritten erst an. Wir sind jetzt in der zweiten, ne? Ne, ja, das ist jetzt die zweite. Ne, das ist die erste, glaube ich. Ne, das ist die zweite. Das heißt, in der nächsten Runde greift es eigentlich ab an. Ich gehe Protect. Sure about that. Wenn die es haben, sind wir gefixt. Ja. Aber okay. Können wir trotzdem machen, wenn du willst. Okay. Hätten wischen müssen. Wir hätten wischen müssen, dann hätten wir safe switchen können. Wir hätten nicht hierbei drücken dürfen. Ich hab noch gar nichts gedrückt. Nein, ich meine ich vorher. Wir hätten vorher nicht hierbei drücken dürfen, sondern wish, weil dann hätten wir einfach auf Kyurem gehen können. Kannst du bitte aufhören, das zu schreiben, dann bringst du die halt noch auf die Ideen. Bitte. Wirklich, das ist keine gute Idee, das in den Chat zu schreiben, Jerry. Ich würde hier kein Projekt gehen, ich würde hier eigentlich wirklich auf Rotom gehen. Weil wenn sie hier Sub drücken, dann können wir hier einfach auf Dings gehen. Ja, perfekt. Passt. Und Future Sight ist jetzt noch da. Nee, Future Sight that did not hit because of the target is fainted. Bitteschön. Da steht es. Steht da fett. Gut, was jetzt? Also. Jetzt haben wir, jetzt sind wir tot. Nee, hey, wie können sie es haben? Wir bringen sie jetzt einfach um. Also, sie können nichts haben. Also, wir haben einen Full Life Slowbro. Das wir one-shotten. Was wir mit. Wir könnten halt jetzt hier versuchen, Freeze Dry zu spammen. Das ist das Einzige, was ich jetzt hier sehe. Killed Freeze Dry Nidoking? Ja. Auf der Range schon. Gut. Gut. Da leck mich. Na, Freeze Dry, komm. Komm, wir gehen einfach auf Freeze Dry. Wenn Blissey kommt, dann halt F. Was machst du? Ja, Blissey wird gefreezed, wenn sie in Blissey reingehen. Ja, komm. Ja, komm, Blissey, komm. Freeze. Freeze, bitch. Ja, Freya jetzt. Freya, warte. Wir spammen Freestyle durch. Durchspam. Wir kritten noch. Durchspam. Nee, jetzt kritten wir, hast du gesagt. Oder, die Frage ist, die müssen halt jetzt eigentlich rauswechseln oder nicht? Und jetzt, was sollen sie reinwechseln? Müssen sie, ja. Was sollen sie reinwechseln? Drück Freestyle. Leichen. So, jetzt haben sie halt Problem. Weil.
Sie müssen eigentlich drin bleiben. Oder sie gehen jetzt halt auf den Hasen raus und der Hase wird getuhittet. Sie haben Natural Cure, sie gehen auf Salamence, sie hacken Salamence. Cool, wir haben Salamence ist tot. Jetzt gehen sie halt. Auf was gehen sie jetzt? Jetzt gehen sie auf Blissey, wir drücken wieder Freeze Dry. Oder nee? Sie könnten halt einfach auf den. Blissey ist noch Flo. Nee, sie können einfach auf den Hasen gehen. Ja, und? Dann gehen sie auf den Hasen. Ja, wir müssen den Hasen dann freezen. Dann freezen wir den Hasen. Eben. Dann freezen wir den Hasen. Lopunny ist full life, ne? Wir dürfen eigentlich gegen Lopunny nicht Freeze-Dry drücken. Wir dürfen gegen Lopunny nicht Freeze-Dry drücken, es ist... Wie viel macht Freeze-Dry? Nicht mal knapp über 50%. Wie viel macht Freeze-Dry? Knapp über 50%. Aber nee, wir dürfen nicht, wir dürfen wirklich nicht. For real? Willst du das wirklich tun? Hast du jetzt gedrückt? Ich will das wirklich tun. Du bist geisteskrank. Wir freezen durch. Oh mein Gott. Wollt ihr die drücken High Jump Kick? Die können auch hier, glaube ich, Return drücken einfach. Ne, müssen. Sie müssen High Jump drücken, ja. Ah, komm, sie müssen. Freeze. Ah, die haben CC dabei, okay, cool. CC? Ja. Cool, Ja, wir gehen jetzt hier auf Freya. Und wir drücken jetzt Wish. Wir drücken jetzt Wish. U-Turn, we knew it. Ja, jetzt kommt halt Nidoking rein und gewinnt. Schade. Okay. Ich glaube, der Kampf ist so gut wie vorbei. Oh lol, die gehen in Dings. Dann drücken wir hier Toxic. Aber dann werden wir selber geheilt. Hm. Was? Wir gehen hier einfach auf Toxic. Oh. Burnt ist egal. Dann drück jetzt. Nochmal wischen? Ja, einfach nochmal wischen. Der Burn ist hier egal. So. Nidoking kommt. Der Wish würde in dieser Runde triggern. Wenn sie angreifen, killen sie Mr. Fister. Wenn sie uns töten, geht der Wish ins Nichts. Ja, wir sind gerade in einer Situation, die nicht gerade angenehm ist. Protect. Der Wish geht aber dann ins Nichts. Also das bringt nichts. Warum sollten wir protecten hier? Der Wish geht. Die killen uns einfach mit zwei Poison Jabs, das ist das Ding. Wir müssen hier eigentlich, oder wir haben das Ding ist halt hier ein safes 4-0. Blissey ist halt immer noch eingefroren, ne? Bruder, lass einfach Just for the Lulz einfach jetzt hier auf Infernape gehen. Wir hätten es besser spielen können. Das Ding ist halt hier ein 4. Imagine Kekwe. U-Turn. Was macht U-Turn genug Damage für den Sub? Ich glaube nicht. Siehst du, ich. Hör mir zu. Hör mir nächstes Mal zu. Ich. Junge. Ah, oh, es nervt mich gerade, dass du gedrückt hast. Du hast gesagt. Ja, ich habe aber gesagt, macht U-Turn genug für den Sub und du hast schon gedrückt. Egal, wir gehen jetzt einfach auf Dings. Das macht eh keinen Unterschied. Nee, du hast gesagt. Ja, ich war alles machen, aber eh keinen. Am Ende. Null. Es hat was gebracht. Bro, drück Wish. Was denn? So, Lul. Also, Jeremy. Wir schreiben schon mal GG in den Chat, weil jetzt kannst du einfach, Spam einfach. CC Spam. CC, ja. So. CC. Genau. Oder? Ja, die Runde nehmen uns jetzt hier mit Earth Power raus, so. Das ist ein 4-0. Je. Ah, komm. Danke, komm. Wir hätten es besser spielen können. Na, ich bin ehrlich. Teammate Div. Klar, Jerry. Ah, Gott.
Parma hätten wir besser spielen können, aber Parma hast auch einmal wieder zu schnell zu gedrückt, bin ich ehrlich. Ich hab dir gesagt, du sollst wirklich auf mich hören. Aber ich hab dir vorher gesagt, bleib ruhig, hör auf mich, aber passt schon. Ich bin nicht wütend. Das war okay. Wir haben kein 5-0, wir haben 4-0. Es ist okay. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ja, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Schaut auch nächste Woche wieder dabei, wenn es wieder heißt die PL. Schaut auch bei den anderen Teilnehmern in der Videobeschreibung vorbei. Was ich letzte Woche vergessen habe zu erwähnen, ich war bei einem TPL-Talk dabei für unser Team, TPL Talks 2. Zum Zeitpunkt dieses Videos müsste schon 3 draußen sein. Guckt die TPL-Talks einfach. Macht das. Support Otsatu. Let's go. Bis dann. Bis nächste Woche. Tschüss. Darf ich jetzt auch noch was sagen? Ich, nee. Okay, ciao.